Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, so, schauen wir mal. Für Krebs bitte. Ich und Du, Ich und Du, Ich und Du. Schauen wir mal. Krebs, auf Kopfebene, bei dir habe ich 8 der Münzen, bei deinem Gegenüber habe ich hier 7 der Kelche. Ja, so staunt ihr dann, gell? Ja, oh, Schock. Wohl, hier bei dir auf Herzensebene habe ich 6 der Schwerter, hier bei deinem Gegenüber habe ich hier Königin der Schwerter. Auf Herzensebene, das hier ist das, was euch trennt und das hier ist das, was euch beide verbindet. Okay, wir haben das ist ziemlich interessant. Ich habe vor 5 Jahren, habe ich hier begonnen mit den Kartenlegungen und die Situation war so, dass die Männer sehr beschäftigt waren. Ja, ich rede jetzt so, weil hier mehrheitlich Heterofrauen jetzt sind. Ja, die hier zuschauen und sie haben es mit einem Mann zu tun. Und eben damals, als ich begonnen habe, oder die Männer waren alle sehr beschäftigt, hatten immer ganz viel zu tun und die Frauen haben sich die Haare ausgerauft. Ja, wieso ruft er mich nicht an? Wieso schreibt er mir nicht? Hat er eine andere? Oder was ist da los? Was läuft da? Will er mich nicht? Ja, jetzt sind die Rollen vertauscht. Die Rollen sind mittlerweile vertauscht. Das ist auch, das ist so dieses Rad des Schicksals. Kehrt alles, was zusammen war, trennt sich, was getrennt war, kommt zusammen, was oben war, ist jetzt unten, was links war, ist jetzt rechts. Also Krebs, du bist sehr beschäftigt, okay, ich habe hier 6 der Schwerter liegen, du hast keine Lust auf Drama, du hast keinen Kopf dazu, du hast keine Energie dazu und du hast auch keine Zeit dazu. Mit 8 der Münzen sagst du, habe ich hier etwas aufzubauen. Ich muss arbeiten, ich habe hier ein Ziel vor Augen, ich muss jetzt mich um das kümmern. Ich kann jetzt hier nicht Drama gebrauchen. Ja? Und dementsprechend hast du hier mit 6 der Schwerter eine Art Frieden mit diesem Menschen geschlossen, ja? 6 der Schwerter bedeutet nicht, ich verzeihe dir und es ist jetzt alles vergessen. Nein, man nimmt die Probleme, nimmt man mit in die Zukunft. Aber für den Moment, sagst du, werde ich in meinem Kopf keinen Krieg für diesen Menschen führen, weil ich habe hier was aufzubauen. 8 der Münzen. Fehlen noch oder 2 Münzen hin zu 10 der Münzen. Du arbeitest hier an etwas, bist hier mit etwas anderem beschäftigt, ja? Ist vielleicht ein Haus mit 10 Zimmern, 8 davon sind parat und du kannst die 2 restlichen Zimmer nicht auslassen, nur weil du da psychisch runtergezogen warst, ja, wegen diesem Menschen. Okay, ich habe hier 7 der Kelche bei deinem Gegenüber und hier Königin der Schwerter auf Herzensebene. Dieser Mensch hat den Eindruck, dass du den Mittelfinger zeigst. Oder eigentlich ist es mehr so ein Abkehren, weil du zu tun hast, aber dieser Mensch hat den Eindruck, dass du eine Attitude hast, eine Haltung hast, ja, ihr ihm gegenüber. Aber das ist nicht der Fall. Dieser Mensch erlebt dich als wütend, als erbost. Erbost, ja, das ist das richtige Wort, als erbost und versteht nicht, wieso. Ja, was habe ich getan? 7 der Kelche, fragt sich hier auch konkret, ob da irgendjemand irgendwas über ihn, über sie dir erzählt hat, dass du so drauf bist. Ja. An den eigenen Handlungen kann es nicht liegen. Nein, muss ja jemand irgendwas erzählt haben, gell, damit du jetzt so böse bist. Du bist nicht böse, du hast zu tun, ja, du hast ein Leben, ne? Man sagt ja, get a life, ja? Besorg dir ein Leben oder hol dir was zu tun, du hast zu tun, du hast ein Leben, so. Ja? Wir haben ja hier, haben wir die Vergangenheit, wenn man sich die Zeitleiste jetzt aus europäischen Araber, schau wahrscheinlich von hier, Araber und Chinesen. Wir im Westen, wir lesen von hier nach hier, Buchstaben, hier die Vergangenheit, hier in Richtung Zukunft. Und man sieht hier, du hast der Vergangenheit den Rücken zugekehrt und bist hier nur noch in Richtung Zukunft konzentriert. Also einige von euch denken hier sogar ans Auswandern. Also da ist schon ein, da ist ein Haufen Arbeit bei dir, dass du hier unbedingt verfolgen möchtest und dich nicht ablenken lassen möchtest. Okay. Das Glücksrad,
gibt es nur noch heute. Das Glücksrad ist ein Knopf, den du auf meiner Webpage, ja, das ist ein Knopf, da drückst du drauf und da kannst du dann bis zu 60% Rabatt auf alle Fortsetzungen gewinnen. Und das ist nur noch heute. Ist nur noch heute. Weil Pride Month endet heute, ist zu Ehren vom Pride Month war das, ja. Wurde heute von einem LGBT-Menschen angefickt, aber gut, was soll's. Ich spreche mich hier die ganze Zeit für diese Menschen aus und dann da war eine heute, aber das darf ich jetzt vielleicht nicht einmal sagen, aber die haben manchmal das Gefühl, LGBT sein bedeutet Assi sein. Nein, es heißt Mensch sein, es heißt Liebe sein, es heißt ja grenzlos lieben bedeutet LGBT, nicht Arschloch sein oder Arschlöchen oder was wie auch immer. Nee, habe hier nichts gesagt von meinem Kanal, nee, das werde ich hier vorenthalten. Das Grund, ihr, ihm, keine Ahnung, es, das Grandiose, was ich hier mache, nee, soll diese Person nicht bekommen. Banane. Oder? Gell? Ja. Soll doch diese Person in seinem, ihrem Dingsbums da, keine Ahnung, ertrinken. Ich habe hier, nein, in ihrer Scheiße bleiben. Ich habe hier Asterstäbe liegen als trennende Energie hier, okay. Ihr seid beide Menschen, die, wie nenne ich das? Auf Türkisch sagen wir dem Tezcanlı. Und ich sage dann zum Beispiel so schnell, schnellseelisch, turboseelisch. Ihr beide könnt euch für etwas begeistern und am nächsten Tag ist das Interesse wieder weg. Du kannst heute wie eine Süchtige PlayStation spielen, ja, da ich kann dir da ein Spiel in die Hand geben, dann spielst du das heute wie eine Süchtige und morgen ist das Interesse schon wieder weg. Ihr seid beide so. Ihr geht und schaut euch eine Modeschau an und da werden dann 200 Kleider angezeigt, sollen 200 Kleider gezeigt werden, ihr zwei läuft schon nach 20 raus. Ja, nee, von diesen 20 wart ihr begeistert, aber dieses Feuer verschwindet sehr schnell wieder. Und ich habe den Eindruck, jetzt kommt's, ihr zwei, ihr hattet zu früh Sex. Für den Fall, dass ihr Sex hattet, für jene, die hier Sex hatten, ihr hattet viel zu früh Sex. Weil Asterstäbe ist eben genau diese Energie. Ja. Ihr zwei, ihr hättet weder so früh Sex haben dürfen, noch so früh zusammen an Modeschauen gehen dürfen, noch hättet ihr gemeinsam PlayStation spielen dürfen. Weil es so, zack, verschwindet. Und dann verschwindet das Gemeinsame, ohne dass man das Gemeinsame aufgebaut hat. Okay. Was ist die verbindende Energie hier? Ihr seht beide ineinander ja sehr viel Potenzial für etwas Langfristiges. Also du kannst dir diesen Menschen langfristig an deiner Seite vorstellen und auch dieser Mensch kann jemanden wie dich sich sehr wohl an seiner, ihrer Seite vorstellen. Okay, ihr habt beide langfristige Absichten, ja, aber es ist halt, das Interesse geht sehr schnell weg bei beiden. Ihr dürft jetzt, also beim zweiten Lauf, jetzt dürft ihr noch nicht Sex haben. Nein. Da müsst ihr jetzt wirklich, ihr müsst schauen, dass das seelisch aufgebaut wird. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier als nächstes auf dich zukommen wird, was hier passieren wird zwischen euch beiden. Dann werde ich mit diesen Karten fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Diese Zeitkarten werden ein genaues Datum nennen. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier im Bild. Falls es aus technischen Gründen nicht eingeblendet wird, kannst du den Link zur Fortsetzung auch in der Infobox finden. Die Infobox findest du, indem du auf den Videotitel tippst. Wenn du da drauf einfach Titel des Videos, Krebs und dann Titel, da drauf tippen, dann öffnet sich die Infobox. Falls du die Infobox nicht finden solltest, geh zu den Kommentaren. Da im obersten Kommentar habe ich den Link eingefügt. Okay? Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.